Bist du vielleicht der Felix? Ja, das ist der Felix! Ja, super! Hallo Felix! Felix, wollen wir den Kindern mal erzählen, wo du überall gewesen bist? Ja, er zeigt uns das und ich lese euch gleichzeitig vor, was er so alles erlebt hat. So, denn gegen Ende der großen Ferien ist etwas Furchtbares passiert. Plötzlich, mitten auf dem Flughafen, verschwand Sophies Kuschelhase Felix. Er ist einfach weg, so wie jetzt. Einfach weg. Und dann sagte ihre Mama aber, keine Angst, Sophie, und hat sie in den Arm genommen. Aber Sophie bekam einen ganz dicken Kloß im Hals. Was nur, wenn Felix für immer verschwunden ist? Felix, da hast du der Sophie aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Und dann ist es aber so, dass so, um Sophie zu trösten, zeichnete ihre kleine Schwester Lena, ganz richtig, die heißt so wie ich, einen Buntstifthasen. Der sah dem verlorenen Felix sogar ein ganz kleines bisschen ähnlich. Der sah ungefähr auch so aus. Schau mal, so. Und dann musste Sophie aber ganz schön schlucken und sie schluckte noch einmal und dann kullerten Tränen über ihr Gesicht. Und dann war es so, dass die Schule wieder begonnen hat und Sophie sich aber so gar nicht auf ihre Freundinnen und ihre Lieblingslehrerin freuen konnte. Immer wieder musste sie an den armen Felix denken. Als der erste Schultag endlich vorbei ist, macht Sophie sich langsam auf den Nachhauseweg. Sie mag gar nicht daran denken, dass im Kinderzimmer nun kein Felix mehr auf sie wartet. Ihre Füße werden immer schwerer und schwerer. Es dauert bestimmt 1 Million Minuten, bis sie an der Gartenpforte angekommen ist. Aber warum winkt Mama denn nur so aufgeregt? Sie schwenkt etwas in der Luft und ruft, Sophie, schau nur, da ist Post für dich. Tatsächlich, da steht ihr Name. Aber wer hat denn nur eine so krakelige Schrift? Felix, warst du das? Ja, also da hat der Felix doch wirklich einen Brief geschrieben. Und zwar, das müsst ihr euch dann einfach selbst durchlesen, wenn ihr euch das Buch holt. Und er hat der Sophie gesagt, dass es ihm gar nicht so schlecht geht, weil er dann auf einmal später noch einen Brief geschickt hat. Und zwar aus, na, wo warst du denn da? Im Atlantischen Ozean? Na, ich glaube, können Hasen schwimmen? Ich glaube, können gar nicht schwimmen. Warst du vielleicht in Nordamerika? Nein, viel zu weit. Ich glaube, er kam direkt aus Paris. Ja, genau. Und zwar,